Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die kürzlich erschienene Veröffentlichung der Süddeutschen, NDR und WDR zu den Implant-Files sorgen für Unbehagen, teils auch Wut, insbesondere natürlich bei den Betroffenen. Die Implant-Files, die werfen Fragen auf, inwieweit in Deutschland und auch Europa unnütze oder gar schädliche Produkte im Gesundheitswesen auf den Markt gebracht wurden. In den Berichterstattungen und auch in dem Antrag der SPD selbst wird auf die Zulassungsmethoden verwiesen und dass diese verschärft werden müssen. Hier liegt ein Stück weit auch der Hase im Pfeffer. Denn wenn man sich das Medizinproduktegesetz in den Paragraphen 4 fortfolgende anschaut, da stellt man fest, dass es in Deutschland gar kein Zulassungsverfahren im eigentlichen Sinne gibt. Geregelt wird lediglich, wie ein Medizinprodukt in den Verkehr in den europäischen Staaten gebracht werden kann. Und das läuft derzeit so ab, dass ein privates Institut, zum Beispiel TÜV, TEKRA oder viele andere, nur prüfen, ob technische Normen des Produktes und des Materials eingehalten werden. Nach erfolgreicher Überprüfung erhält das Produkt ein CE-Zeichen. Diese Kennzeichnung allein ist wiederum aber kein Gütesiegel bezogen auf die Leistungsfähigkeit oder auf den Patientennutzen der Produkte. Dies wird sicherlich ein wesentlicher Punkt in der Anhörung und Debatte in dem Sozialausschuss sein, ob und wie weit hier nicht andere Maßstäbe anzusetzen sind. In Zweifel müssen wir hier aber auch ganz deutlich in Richtung europäisches Recht schielen, weil das dort die Grundlage ist. Die neueren Presseberichterstattung war zu vernehmen, dass der Hersteller sich auch ein anderes Prüfinstitut in Europa suchen kann, falls ihm zum Beispiel bei einem deutschen Institut das CE-Siegel verweigert wurde. Kritisch wäre dies, wenn es zu unterschiedlichen Produkteinschätzungen zwischen den Prüfinstitutionen kommen würde und dadurch ein bereits einmal aus Gründen nicht zugelassenes Produkt nunmehr doch europaweit eine Zulassung kriegen würde. Dann wären die Anforderungen nicht einheitlich. Und insbesondere bei sensiblen Produkten wie Herzschrittmachern ist ein einheitliches System zur Marktzulassung und Überwachung natürlich unerlässlich. Des Weiteren wirft es zumindest Fragen auf, dass die benannten Stellen privatrechtlich von den Herstellern für die CE-Prüfung beauftragt und auch bezahlt werden. Von der Rollenverteilung her könnten hier Interessenskonflikte entstehen. Die Zahl der Rückrufe von Medizinprodukten und anderen Vorkommnissen ist laut Techniker Krankenkasse in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gab es im Jahr 2004 noch rund 3.100 Risikomeldungen bundesweit, so waren es 2017 fast das Fünffache. Das liegt zum einen an der europaweit größeren Menge von jährlich etwa 30.000 Neuentwicklungen. Das liegt aber auch daran, dass der Einsatz von Medizinprodukten steigt. Und Letzteres ist natürlich für die medizinische Versorgung und Lebensqualität der Bevölkerung natürlich auch prinzipiell richtig, dass der Einsatz von Medizinprodukten steigt. In Deutschland gibt es seit 2011 das sogenannte Endoprothesenregister. Hier werden bisher leider nur auf freiwilliger Basis Daten von implantierten Hüft- und Knieprothesen zusammengeführt. Damit soll die Qualität der Behandlung verbessert werden. Auch für andere Hochrisikoprodukte wie Herzschrittmacher oder Brustimplantate wäre ein solches Register sinnvoll. Dadurch könnten Langzeitdaten gesammelt werden, verglichen und Patienten, auch wenn es Rückrufbedarfe gibt, schneller informiert werden. Auf EU-Ebene ist solch eine Datenbank bereits in der Umsetzung, hoffentlich auch möglichst frei zugänglich für Ärztinnen und Ärzte sowie den Patientinnen. Leider ist das derzeit nicht geplant, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Aber nicht nur in der Prophylaxe, sondern auch im Nachgang, wenn jemand bereits einen Schaden erlitten hat, gibt es Diskussionspunkte und Verbesserungsbedarfe. Derzeit ist es so, dass wenn Firmen, die fehlerhafte Medizinprodukte Insolvenz anmelden, weder die Krankenkassen noch die betroffenen Patienten, Patientinnen eine Möglichkeit haben, Schadensersatzansprüche herzustellen. Die EU-Vorgaben klammern bisher die Insolvenz völlig aus. Und im Sinne der Absicherung der betroffenen Patienten, die teilweise durch lange Krankheit große finanzielle Einbußen erfahren und natürlich auch Einschnitte in der Lebensqualität, da braucht es weitergehende Lösungen als bisher. Und da ist es natürlich zu diskutieren, das klang auch gerade schon an, inwieweit zum Beispiel die Hersteller verpflichtet werden sollten, zukünftig eine Produkthaftpflichtversicherung mit entsprechender Deckung vorzuweisen. Ich möchte abschließend noch mal herausstellen und betonen, dass das Landessozial- und Gesundheitsministerium bereits, bevor das Thema auf der bundes- und landespolitischen Agenda jetzt in den letzten Wochen gewesen ist, das Personal für die medizinische Überwachung deutlich aufgestockt hat von zuvor
12 Vollzeitstellen auf nunmehr 26 Vollzeitstellen wurde der Bereich mehr als verdoppelt. Insofern hat die Landesregierung das Thema bereits auf dem Schirm. Ich beantrage ebenfalls die Überweisung in den Sozialausschuss, damit wir ja weiter darüber diskutieren können. Vielen Dank.